Heute im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der zweidimensionalen bzw. dreidimensionalen Bewegungserfassung. Stehen geblieben sind wir beim Begriff des Abbildungsmaßstabes. Dieser ist definiert als der Quotient zwischen Brennweite und Objektweite. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben eine Brennweite von 50 mm und einen Aufnahmeabstand von 5 Metern. Sprich, das Objekt, das wir aufnehmen wollen, ist 5 Meter von uns entfernt. Somit ergibt sich ein Abbildungsmaßstab von einem Hundertstel. Bei einem solchen Abbildungsmaßstab wird eine in der Objektebene befindliche Länge auf einem Zentimeter im Bild verkleinert. Kommen wir nun zur Bewegungserfassung im dreidimensionalen Raum. Um die Raumkoordinaten eines Objektpunkts eindeutig bestimmen zu können, sind mindestens zwei von unterschiedlichen Standorten aus aufgenommene Messbilder erforderlich. Mithilfe elektrooptischer Systeme werden die Koordinaten von Markern, die auf ausgewählte Punkte des Körpers angebracht werden, in Echtzeit aufgezeichnet. Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen Aktivmarkersystemen und Aktivkamerasystemen. Bei den Aktivmarkersystemen senden Marker ein Funksignal aus, das von Kameras erfasst wird. Zu den wichtigsten Vertretern der Aktivkameras zählen die Infrarotsysteme, zum Beispiel von der Firma Qualysys. Hier senden spezielle Arrays, die um die Kameraoptik angeordnet sind, ein Infrarotlicht aus, das von am Körper aufgeklebten Markern reflektiert und von den Kameras erfasst wird. Für eine störungsfreie Markerkennung sind mindestens 6 Aktivkameras notwendig. Ein wichtiges Kriterium ist, dass die Kameras entweder synchron laufen oder der zeitliche Versatz der Videoaufnahmen bekannt ist. Die Kalibrierung des Raumes bei dreidimensionalen Aufnahmen kann mit Hilfe der direkten linearen Transformation erfolgen. Dafür ist ein Referenzpunktesystem mit mindestens 6 Punkten notwendig. Eine Formel zur Berechnung der direkten linearen Transformation findet sich hier. Die gesuchten Parameter xk und yk sind die Bildkoordinaten. Diese können anhand der mit dem Kamerasystem erfassten Raumkoordinaten groß x, groß y und groß z sowie den DLT-Koeffizienten L1 bis L11 berechnet werden. Dabei werden die Referenzpunkte von allen Kameras gefilmt und durch Digitalisierungsprozesse werden deren Bildkoordinaten bestimmt. Wichtig: Nach erfolgter Bildkalibration dürfen weder die Positionen und optischen Achsen noch die Brennweiten der Kameras verändert werden. Was bedeutet diese komplizierte Formel denn jetzt eigentlich grafisch bzw. geometrisch? Rechts groß O umfasst die Objektkoordinaten, sprich groß X, groß Y und groß Z. Die gesuchten Bildkoordinaten XK und YK sind hier abgebildet. Groß N bezeichnet hier das Projektionszentrum. Wenn euch also jemand auf der Straße begegnet und fragt, was macht eigentlich die direkte lineare Transformation? Dann antwortet ihr schlicht und einfach: Sie überführt Objektkoordinaten in Bildkoordinaten. Fassen wir die Vor- und Nachteile doch mal in einer Tabelle zusammen. Die Vorteile sind zum einen ganz klar: Die Daten werden in einem globalen Bezugssystem dargestellt. Es gibt keine limitierende Anzahl an Markern, die angebracht werden dürfen. Die Marker sind nur ein geringer Ballast für den Körper. Und die kinemetrischen Aufnahmen können für Lehr- und Forschungsprojekte wiederverwendet werden. Dahingegen sind viele Multikamerasysteme sehr, sehr teuer. Infrarotsysteme können zum Beispiel nicht in Freiluft verwendet werden und wir können nicht unendlich viele Kameras anbringen, wie wir Marker anbringen können. Meistens reichen 6 bildsynchronisierte Kameras doch schon aus. Stellen wir uns jetzt mal die Frage, wo werden denn eigentlich elektrooptische Systeme angewendet? Eine mögliche Antwort wäre in der Forschung. Ich selber komme aus der Uni und habe auch viel mit solchen Systemen zu tun. Im Folgenden möchte ich euch das dreidimensionale Kamerasystem OptoTrack vorstellen. Ein solches System besteht aus 3 Minikameras, die in Reihe angeordnet sind. Die äußeren Kameras scannen also die Marker in der vertikalen Ebene. Die Dioden der Kamera in der Mitte sind vertikal angelegt und scannen somit alle Marker in horizontaler Ebene. Der Schnittpunkt der horizontalen Ebene mit den beiden vertikalen Ebenen definiert einen einzigartigen Punkt im dreidimensionalen Raum. Beim Pulsieren des Infrarotlichts werden die X-, Y- und Z-Koordinaten in einem globalen Bezugssystem erfasst. Kommen wir nun zur letzten Folie für heute. Hier geht es um die räumlich-zeitliche Auflösung. Ein hohes räumliches Auflösungsvermögen kann durch einen großen Abbildungsmaßstab erreicht werden. Was das ist, haben wir ja vorhin besprochen, nämlich der Quotient aus Brennweite und Objektweite. Noch ganz wichtig, die Genauigkeit der räumlich-zeitlichen Zuordnung nimmt mit abnehmender Belichtungsdauer zu. Übliche Bildfrequenzen in der Biomechanik wären 50 bis 200 Frames per Second. Natürlich muss die Framerate bei schnellen stoßartigen Bewegungen erhöht werden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.